Ohne Zweifel einer der grössten Erntetechnik-Spezialisten, die wir haben auf dem Markt haben, ist die Firma Klaas. In der Schweiz wird sie von der Sergolandtechnik importiert. Klaas hat dieses Jahr verschiedene Neuheiten gebracht, unter anderem eine neue Quadballenpresse. Und was die kann, erzählt uns jetzt Thomas Frey, Verkaufsleiter von der Sergolandtechnik. Ja, es hat eine neue Generation Quadballenpresse, Serie 5000, wo ganz viele neue Komponenten eingebaut worden sind. Was konkret? Konkret geht es natürlich darum, höhere Pressdrücke und höheren Durchsatz zu erzielen. Dazu ist ein längerer Pressekanal eingebaut worden, eine automatische Pressdruckregelung und ein hydraulischer Pickup und Rollen in der Halterantrieb. Danke. Wir sehen hier den Bandschwader Respira. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Reiter und meinem Vater, dem Sepp Knüssel. Der ist sehr leistungsstark und man hat keinen Schmutz mehr im Futter. Kuhn ist der Weltmarktführer bei Scheibenmaiwerk. Zu dieser Saison haben sie ihre Serie Lift Control komplett überholt. Und das Schöne daran ist, sie haben auch noch ein neues Frontmaiwerk vorgestellt. Das Frontmaiwerk sieht nicht nur super aus, es hat auch noch eine perfekte Bodenanpassung. Der irische Hersteller McHale ist an sich bekannt für seine Rundballenpresse und seine Wickelmaschinen. Seit diesem Jahr ist McHale aber auch mit einem Maiwerk am Start. Im Moment gibt es drei Typen: ein 3 Meter Frontmaiwerk, ein 3 Meter Heckmaiwerk und noch ein 9 Meter Butterfly-Maiwerk. Böttinger hat den höchsten Anteil an Marktanteil an Ladewagen in der Schweiz. Welches Modell ist konkret das meistverkaufteste Modell in der Schweiz? Also das meistverkaufte Modell in der Schweiz ist der Euroboss. Das ist der, den ihr seht, da hinten. Zwischen 30 und 40 Kubik. Was sind die Highlights vom Euroboss, dass er so gut verkauft wird? Ja, es hat einen ganzen Haufen Highlights, aber ich denke, es ist ein täglicher Eingras-Ladewagen und ein Silier-Ladewagen und ein Heu-Ladewagen. Das heisst, die Kompatibilität des Ladewagen ist sehr flexibel und darum hat er wahrscheinlich auch den Marktanteil, den er verdient. Das Highlight auf dem Stand der Ottland Maschinen AG ist die Fastbell von Vicon. Bei der Fastbell handelt es sich um eine Rundballenpresse und Wickelkombination, die nonstop betrieben werden kann und nicht mehr angehalten werden muss. Vicon verspricht ihren Kunden rund doppelte Leistung gegenüber einem konventionellen System und in der Preisliste steht sie mit ca. 150'000 Franken.